Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Immersion C4, diesmal mit der Dorf-Germersheim-Modifikation. Warten wir auf den Einsatz. Autosalam 72.1, Überfunk zum Einsatz. Das war ich nicht. Ja? Gebäude brennt durch einen Kurzschluss an elektrischem Gerät. Löschen Sie alle Brände und versorgen Sie, wenn nötig, alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Jawohl! Es geht hier gleich schon richtig geil los. Gleich mit einem Gebäudebrand. Und Gebäudebrand mache ich jetzt mal B3. Die ist an, ne? Ja. Fahrzeug 45, hört. Sirene! Die Feuerwehr Germersheim zum Einsatz. Jetzt bleiben wir einfach erstmal auf dieser Ansicht. Einfach nur, ich habe die Karte jetzt auch weggemacht, damit ich die Ausbauten vom Feuer nicht sehe und so weiter, weil das ist ja Real Life auch so, dass du weißt, okay, es brennt jetzt was, es brennt ein Gebäude, du weißt jetzt aber nicht, wie es die Situation ist. Für die Feuerwehrscharf, stellen Sie an das Bereitschaft her. Ich wiederhole, Alarm für die Feuerwehrscharf. Stellen Sie an das Bereitschaft her. Komm, wir müssen in die Karte gehen. Es hört sich überall auf der Karte gleich an. Oh, wir haben schon zwei Verletzte. Ach du Scheiße. Verstanden. Welche Konkurrenz besetzte Kürze auf Fahrzeug 18, Fahrzeug 18, Fahrzeug 18. Fahrzeug 2 ab. Hier ist schon was in die Luft geflogen und deswegen haben wir schon zwei Verletzte. So, ja. Glaube ich, greife mal lieber von hier an. Fahrzeug 50, hört. Fahrzeug 8, hört. Leitstelle von Germersheim, Fahrzeug 8, komme. Hier, Leitstelle. Ja, Nachalarm für die Feuerwehr Germersheim. Wo sind die? Ach, da hinten. Fahrzeug 8, hört. So, ich brauche immer... E3 holt euch Schläuche. Verstanden. Du schließt an. Auf dem Weg. Funkstellalarm. Höre. Bin unterwegs. Ja. Kein Problem. Geh zur Arbeit. Ich brauche dringend Rettungsdienst. Fahrzeug 16. Einsatz für die Feuerwehr Germersheim. 2. Alarm. Ich will Einsatz für Feuerwehr Germersheim. 2. Alarm. Bock. Ein RDW sowie ein RDW und Notarzt. Fahrzeug 16, hör. Germersheim Mana 701 zum Notfalleinsatz. Verstanden. Oh, das ist hier gerade ein bisschen. Totrastnotam 761 zum Notfalleinsatz. Totrastnotam 761 zum Notfalleinsatz. Anschließen. Hilfe. Genau, du machst erste Hilfe. Ja, es ist ja gut. Also an so einer Einsatzstelle musst du wirklich
Ich weiß, dass ihr da seid. Das Feuer wird bekämpft. Du kannst ja auch nochmal einen Schlauch holen. Wow, die rücken mit zwei Leuten aus. Das bringt mir gerade richtig viel. Also wirklich. Also hier auf der Straße, das ist gerade das absolute Chaos. B3 ein bisschen mehr an als gut. Gut, ich habe jetzt drei Leute noch, die ich dafür nutzen können, einen weiteren Angriff aufzubauen. Aber erstmal brauche ich die Polizei hier, damit sie mir ein bisschen den Weg freigibt. Da ist sie ja schon. Wo stelle ich die denn jetzt hin? Kann aufgenommen werden. Fahrzeug 8. Fahrzeug 6 höher. So, du stellst dich dahin. Und dann macht ihr die Straße zu. Mangelt das so ein bisschen gerade an Personal, das ist ein bisschen doof. So, mach mal klar.
Alles klar. Ist in Arbeit. Höre. So, diese ganzen anderen Feuerwehren, das sind alles, gehört Geht alles unterwegs. Zur Feuerwehr. Dings hier. Was gibt's? Zur Feuerwehr Germersheim. Bin unterwegs. So, wo ist denn der? Da ist der Gruppenführer, genau. Zack. So, du kannst da einsteigen. Fahrzeug 11. Wir können wieder Status 1 und einrücken. Was gibt's? Bin unterwegs. Wird ausgeführt. Alles klar. So. Ja, ja. Ist in Arbeit. Wollen wir hier mal ein bisschen was abbauen? Ist in Arbeit. Auf dem Weg. Ja. Zur Wasserversorgung. Bestätige. Bin unterwegs. Fahrzeug. Medizinischer Notfall. Eine Person steht unter Schock. Versorgen und abtransportieren. Auf dem Weg. Fahrzeug 24 hört. Du sollst da einsteigen. So, komm. Geht umgehend durch. Fahrzeug 27 hört. Fahrzeug 37 hört. Fahrzeug 8 hört. Höre. Wird gemacht. So, ihr könnt da alle einsteigen. Fahrzeug 18 hört. Alles klar. Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 18 hört. Und dann können wir wieder alle einrücken. Fahrzeug 6 hört. Feuer ist aus. Und es war kein großes Feuer. Hört. Ja? Bin unterwegs. Ja, jetzt stehen die Fahrzeuge hier. Das ist immer so ein komischer Bug. Wenn du hier die Fahrzeuge mit Polizisten anhältst, dann bleiben sie auch wirklich stehen. Ne? Fahrzeug 8. Naja. Ach ja, ich habe ja noch den Notarzt hier hingeschickt. Und gleich mal einen Rettungswagen. Ist in Arbeit. Rotkreuz-Germersheim 71-1 zum Notfalleinsatz. Der Rotkreuz-Germersheim 71-1 zum Notfalleinsatz. Was ist der denn hier? Also hier, das ist. Achso, das sind die. Ah. Fahrzeug 42 hört. So, Polizei fährt Streife. Fahrzeug 13. Und der Germersheim hat schon wieder einen Einsatz. Ne? Und die Patientin ist jetzt auch schon fast fertig behandelt. Ach, der ist schon raus. Fahrzeug 12. Das haben wir noch einmal 71-1 zum Notfalleinsatz. Ich wiederhole, das haben wir noch einmal 71-1 zum Notfalleinsatz. Ist das ja eher so, dass da das Bayerische Rote Kreuz, warum auch immer die irgendwie sich jetzt anders nennen als im Rest von Deutschland, es heißt ja schon das Deutsche Rote Kreuz und in Bayern heißt es das Bayerische Rote Kreuz. Ja, warum? Also das würde ich jetzt gerne wissen, warum nennen die sich anders? Also das ist so das Gefühl, ja, wir wollen was Besonderes sein. Wir sind das Bayerische Rote Kreuz und nicht das Deutsche Rote Kreuz. Ist genauso wie mit CDU und CSU. CDU ist überall, CSU nur in Bayern. Und da sitzen jetzt Leute von der CSU hier in Berlin im Bundestag und bestimmen, was für ganz Deutschland gilt, obwohl sie eigentlich nur für Bayern bestimmen wollten. Das ist doch alles, verstehe ich nicht. Ja.
Die Bayern, die Leute, die in der CSU sind, sollen Bayern was zu sagen haben, weil sie da auch gewählt werden wollen anscheinend. Und nicht in Deutschland, also in Bayern gehört auch zu Deutschland, ja, ja klar. Und nicht im, in irgendwelchen anderen Bundesländern oder im okay, anderen Teil von Deutschland. Ich meine, da wollten sie ja doch eigentlich gar nicht hin. Ah, RK Nordheim, das ist Simon 76, begleitet den Transport. Das ist wunderbar. Fahrzeug 12. Das könnte ich öfter mal machen, den Transport begleiten lassen. Weil hier ist es so, dass da ist es halt keine Pflicht, dass der Transport begleitet wird, weil die Person ist stabil. Fahrzeug 52 hört. Aber das kann man so bei einigen Sachen schon machen. Es wurde eine Nahrungsmittelvergiftung gemeldet. Versorgen Sie das Opfer und transportieren Sie es ab. Okay, eine ja. Nahrungsmittelvergiftung. RD2. Notfall Nordheim 76-1 zum Notfalleinsatz. Notfall Nordheim 76-1 zum Notfalleinsatz. Rotkreuz-Gemeinsam 71-1 zum Notfalleinsatz. Der Rotkreuz-Gemeinsam 71-1 zum Notfalleinsatz. Ach ja. Piep. Ja, im Moment ist es relativ ruhig. Es gab heute Morgen nur ein Gebäude. Rotkreuz-Gemeinsam 72-3. Zum Einsatz. Um 9:30 gab es einen Gebäudebrand. Um 12 gab es eine verletzte Person. Vor allem das Feuer war auch gerade fast aus. Das heißt, von 9:30 bis 12 gab es, ja, gut 2,5 Stunden haben die Rettungskräfte gelöscht. Und jetzt gibt es eine Nahrungsmittelvergiftung. So, wo genau liegt denn die Person? Die soll ja irgendwo hier liegen. Das ist der Verkäufer. Ernsthaft? Vom Obststand. Hat er von seinem eigenen Obst gegessen oder was? Hat er sich gedacht, ach, ich esse jetzt hier mal was und ist dann umgekippt? Super. Und die Frau will ja immer noch einkaufen, obwohl der Typ da schon liegt. Der Typ liegt da hinten, ne, jammert. Und die Frau so, hallo? Hallo? Hey, hallo? Ist hier jemand? Ja, ist ja gut, ich helfe dir ja. Ist in Arbeit. Alles wird gut. Oh, die haben aber lange gebraucht, die Rettungskräfte. Notarzt ist ja auch schon auf dem Weg. Also alles wird gut. Wir helfen dir jetzt erstmal. Rotkreuz Germersheim 71-1. Vor allem ist es Rotkreuz GH 71-1. So, wenn jetzt ein Rettungswagen von einer anderen, aus einem anderen Landkreis kommt, ne? Nicht von Nordheim, sondern aus einem komplett anderen Landkreis. Der weiß doch nicht, dass das GH ist. Also, dass das Germersheim bedeuten soll. Ne? Das verstehe ich immer nicht.
machen Funkrufnahmen, aber wenn irgendjemand von außerhalb kommt, der wird gar nicht wissen, was das heißt. Auf dem Weg. Ja, Rotkreuz ist klar, aber GH. Zum Beispiel bei einer Großschadenslage, in der, ja gut, Rettungswagen funken glaube ich nicht so viel untereinander. Was gibt's? Aber so allgemein, auch bei der Feuerwehr ist das so. Die benutzen irgendwelche Abkürzungen für ihren Ort, weil das lang auszuschreiben ist dann natürlich scheiße auf der Windschutzscheibe. Aber trotzdem weiß dann ja niemand, der von außerhalb kommt, was das bedeuten soll. Und wenn sie den dann anfunken sollen, oder anfunken müssen, was gibt's? Na, dann ist das scheiße. Ich mache mir auch über viel zu viele Dinge Gedanken, merke ich gerade. Ja, wunderbar. Ich denke einfach über alles nach. Ja, ich bin ein bisschen krank. Nur ein ganz kleines bisschen. Ja, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. So, die Person ist stabil. Ja. Notarzt wird begleiten. Brandausbruch. Ursache nicht bekannt. Verhindern Sie eine Ausweitung der Brände. Löschen Sie das Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Aber er schickt den Rettungswagen rein. Höre, bin unterwegs. Fahrzeug 14. Oh, ein B1. Ein Kleinbrand. Wie süß. Fahrzeug 42, hört. Stellen Sie an das Bildschirm-Tee. Alarm für die Feuerwehr-Gamersheim. Stellen Sie an das Bildschirm-Tee. Komisch, der Notarzt, den kann ich nicht mehr auswählen. Schade eigentlich. So, die Feuerwehr-Gamersheim rückt aus zu einem Feuer. Das ist das zweite heute. Und auch das zweite nicht gerade, also zwei Stunden ist das jetzt her, dass das Feuer aus ist. Ne? Fahrzeug 14. Es gibt ja auch so Leute, die machen Videos, wo sie jetzt Dinge anzünden, ne? Das könnte ich auch. Ich könnte auch einfach hier sagen, ich zünde jetzt hier das Gebäude an oder ich zünde das Gebäude an oder so. Weiß ich gar nicht. Würdet ihr das feiern, wenn ich mal einfach so eine Folge mache, wo ich irgendwas anzünde? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich versuche das auch hier als Umfrage oben rechts einzublenden. Anzünden oder nicht anzünden? Leitstelle und Feuer, Gamma-Sein, fertig, eins, komm. Fahrzeug 8, hört. Leitstelle noch ein, hört. Bin unterwegs. Wir sind auf Einsatzfahrt, komm. Schon unterwegs. Verstanden. So, einmal Lage checken. Es gibt vier Brandherde. Das Feuerwehrauto wird ein bisschen weiter hinten postiert, beziehungsweise wo ist der Hydrant? Wo ist Wasserentnahmestelle? Keine Wasserentnahmestelle. Ach, da ist ein Hydrant. Komm, postier das Auto mal hier. Fahrzeug 18 hört. Angriffstrupp ausrüsten. Fahrzeug 18 hört. So. Du, Wasser,
Entnahmestelle. Du Verteiler setzen. Das Feuer breitet sich gerade sehr stark aus. Was gibt's? Ganz doll. Was gibt's? Schon unterwegs. Ja, wird ausgeführt. Du sollst aufheben. Schon unterwegs. Wird ausgeführt. Sofort. Ich finde es aber gut, dass sie die Schläuche dann so zusammengerollt haben, ne? Die haben ja, ja schon unterwegs. Den so zusammengerollt unterm Arm. Alles klar. Das finde ich gut. Wird umgehend ausgeführt. Polizei kommt nicht durch, haha. Aber ich finde das gut, dass sie bei so einem Einsatz schön mit einer, also mit fast voll besetztem Auto ausrücken. Na? Fahrzeug 18 hört. So, Status 1, einrücken. Fahrzeug 18 hört. Ja, ich bin ein bisschen krank im Moment. Aber das hindert mich nicht daran, Videos aufzunehmen. Ich bin immer am Vorproduzieren, damit ich, also ich habe heute frei und nein, nicht weil ich krank bin. Ja, ich habe heute frei und ich bin immer am Vorproduzieren, damit ich jeden Tag euch ein Video liefern kann. So, wenn ich jetzt für 4-5 Tage Videos vorproduziere, dauert das erstens eine Weile und zweitens muss ich immer gucken, ich mache immer diese Hashtags rein, muss ich immer kurz gucken, was ist im Video passiert? Was gibt es da Besonderes in diesem Video? Wofür kann ich den Hashtag nehmen, ne? Weil nach ein paar Tagen, wenn du da 4-5 Videos aufgenommen hast und dann das erste hochladen willst, dann weißt du garantiert nicht, was da alles in der Folge passiert ist, weil du schon 4 weitere Videos hast, wo auch ganz viel Kram passiert ist. So. Aber ich versuche, also ich möchte jeden Tag euch ein Video liefern können. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Und es gab auch eine Zeit, wo ich es absolut nicht hingekriegt habe, irgendwie Videos zu machen, weil ich die ganze Woche von 7 bis 18 Uhr gearbeitet habe. Weil ich am Wochenende mit der Feuerwehr los war, am Samstag, am Sonntag und am Montag muss ich ja wieder zur Arbeit. Ja. Na, deswegen ist es immer ziemlich schwierig, ja, ich bin krank, immer ziemlich schwierig, hier Videos aufzunehmen, wenn man dafür keine Zeit hat. Und ich will ja auch nicht nachts aufnehmen, ja, oder so. Na? Fahrzeug 42 hört, was gibt's? So mitten in der Nacht um 3 Uhr morgens sitzt du da, Video, und muss irgendwie in 4 Stunden auf der Arbeit sein. Super. So. Aber im Moment klappt das ganz gut. Weil ich halt immer es irgendwie hinkriege, da ein paar Videos aufzunehmen, weil ich irgendwie letzte Woche am Donnerstag frei hatte, diese Woche am Donnerstag frei hatte, weil wir in der Firma einfach nichts zu tun haben.
Achtung, Verkehrsunfall. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Auch die Fahrzeugwracks. Okay, mach ich. Wenn du das willst, dann mache ich das. So, Alarm, Person eingeklemmt. Hier Leitstelle Nordheim, mit Alarm für die Feuerwehr Mödling. Stellen Sie uns das Bereitschaft her. Der HVO Heidhaus zum Notfalleinsatz. Der HVO Heidhaus zum Notfalleinsatz. Warum jetzt schon? Sind die jetzt schon schon? Der Notarzt Nordheim zum Einsatz. Der Notarzt Nordheim zum Einsatz. Nee, sind sie nicht. Aha. Warum holt man dann für sich 71-1 zum Notfalleinsatz. Der Notarzt gemeinsam 71-1 zum Notfalleinsatz. Die First Responder sind... Fahrzeug 40 gehört. Die First Responder sind sowieso nur ein paar... Wiederstelle Nordheim mit Einsatz für die FF Heidhaus. Stellen Sie Einsatzbereitschaft her. Ich wiederhole, Einsatz für die FF Heidhaus. Stellen Sie Einsatzbereitschaft her. Die halbe Stunde ist um. Ich hab jetzt für... Genau, heute ist Donnerstag. Heute sind mir die Videos ausgegangen. Jetzt muss ich noch für morgen, Samstag und Sonntag aufnehmen. Ja, genau. Fahrzeug 21. Das heißt, das Video ist jetzt für Freitag. Und dann muss ich noch eins für Samstag und Sonntag. Fahrzeug 32 hört. So, es ist eine Person eingeklemmt. Du ziehst den Koffer, du guckst dir das schon mal an. Fahrzeug 17. Rettungsdienst ist auch da. Jetzt brauche ich nur noch Schere und Spreizer an einer Stelle. Ja. Fahrzeug 17. So, immer Reanimation, ja klar. Das sagt er immer. Fahrzeug 14 hört. So, die dürfen sich direkt auf die Straße stellen. Fahrzeug 14 hört. So, begutachtet wurde das schon. Fahrzeug 25. Wir brauchen ja auch ein bisschen Platz, falls wir weitere Einheiten brauchen. Höre, auf dem Weg. Höre. So, wann bist du endlich fertig? Ach ja, die beiden... Landesbrandmeister und der Kreisbrandmeister ist das, glaube ich. Fahrzeug genau, das 90. ist der auf Kreisbrandmeister. Das andere ist irgendwie Landesinspektor oder so. Fahrzeug 19 hört. So, Herr Kreisbrandmeister, dann gucken Sie mal. Ja, keine verletzte Person, okay. Fahrzeug 6 hört. Auf dem Weg. Der Kreis. Ach, das gehört auch zum Kreis. Ich dachte, das wäre Land. Nee, Kreisbrandinspektor. Ja,
Personal ist genug an der anderen Stelle, würde ich mal sagen. Was gibt es? Los geht's. Ja, ich brauche den Notarzt. Fahrzeug 16. Führe. Los geht's. Hören. Rettungsdienstpersonal haben wir auch genug an einer Stelle. Sofort. So, ihr drei ja. Gehört jetzt dem. Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 14. Genau, du bist Heidhaus, du gehörst zu Ödling. Oh Mann. Was gibt's? Und ich muss noch zwei Videos aufnehmen. So eine Scheiße, ich bin krank. Ich find's bad. Fahrzeug 19, hört. Ich glaube, ich muss ja gleich mal die Nase sauber machen, das hört sich absolut scheiße an. Ja. So, die können wird wieder einrücken. Fahrzeug 14, hört. Heidhaus kann wieder einrücken. Fahrzeug 28, hört. Fahrzeug 14, hört. Ja. Fahrzeug 17. Schon unterwegs. Genau, der Brandinspektor und der Kreisbrandmeister und der Kreisbrandinspektor sind halt da, wenn die Person schon raus ist, ne? So. Langsam kann auch mal der Abschleppdienst kommen. Ja? Person ist stabil. Kann somit abtransportiert werden. Notarzt wird begleiten. Ja, bin unterwegs. Fahrzeug 17. Also, ich schätze mal, dass er hier schnell lang gefahren ist. Hat die Kontrolle über sein Auto verloren. Ne, muss ja rechts fahren. Ist dann hier, hat dann scharf eingelenkt, damit er hier nicht gegen die Mauer knackt. So. Hat Gebäude brennt durch einen Kurzschluss an elektrischem Gerät. Löschen Sie alle Brände, versorgen Sie, wenn nötig, alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Ach du Scheiße. So, du bist der Kreisbrandmeister. Du bist der hier. Fahrzeug 17. So, Gebäudebrand. Fahrzeug 12 hört. Fahrzeug 32 hört. Einrücken. Fahrzeug 17 hört. Einrücken. Fahrzeug 19 hört. Einrücken. Fahrzeug 6 hört. Einrücken. Gebäudebrand. Schon wieder. Ein zweiter. Ja? Ja, das ist eine Gartenhütte. Da mache ich mal B2. Einer zu Germersheim. Für die Feuerwehr Germersheim. Stellen Sie das Platz auf T. Alarm. Für die Feuerwehr Germersheim. Stellen Sie das Platz auf T. Das ist nur so eine kleine Gartenhütte. Was sich wahrscheinlich gleich auf dem kompletten Garten ausbreiten wird. Die Gartenhütte kann sich auch schon vorher ausdehnen. Ach, werden die gar nicht alarmiert? Fahrzeug 19, hört. Geil, die werden doch normalerweise. Egal. Egal, normalerweise werden die alarmiert, hört. Aber egal. Jetzt wurde halt Germersheim alarmiert. Und zwar nur Germersheim. Ach, jetzt auf. Nee. Jetzt werden sie alarmiert. Super, der ist doch gerade im Status 2. Wieso wird er jetzt das alarmiert? Das macht keinen Sinn. So, der andere wird gar nicht alarmiert. Fahrzeug 6 hört. Der wird wahrscheinlich auch erst alarmiert, wenn er zu Hause ist. Absoluter Schwachsinn. Leitstelle von Feuerwehr Germersheim 41, komm. Schon unterwegs. Leitstelle noch anhört. Wir sind auf Einsatzfahrt, kommen. Verstanden. Fahrzeug 30. So, einmal selber nach hinten und mach einmal Lagerkundung. 2 ab. Fahrzeug 18. Ja, ich brauche hier also dringend zweiten Alarm. Leitstelle von Germersheim 81, kommen. Hier Leitstelle. Ja, Alarm, Feuerwehr Germersheim von Sirene. Über Sirene? Hey, ich hab doch hier schon mal einen Abschleppwagen her alarmiert. Fahrzeug steht zur Verfügung. Warum rückt das denn nicht an?
das Abschleppwagen. Ja. Gut, ich habe ein kleines Problem, nämlich einen massiven Personalmangel. Wird aufgeführt. Bin unterwegs. So, da muss er nämlich auch mal ran. Höre, bin unterwegs. Der immer mit dem Chef fährt, ne? Bin unterwegs. Funkstelle Alarmierung. Was gibt's? So, Wasser, wo kriege ich Wasser her? Da kriege ich Wasser her. Kein Problem. Da steht doch Einsatz für Feuerwehr Germersheim. Aber Baum. Zweiter Alarm. Für den Einsatz für Feuerwehr Germersheim. Zweiter Alarm. So, ich kann im Moment nur ein Rohr betreiben. Zur Brandbekämpfung. Mann, ich bin krank. Und ich wollte das Video eigentlich schon lange abbrechen. Beziehungsweise beenden. Da kommt der. 19, hört. Kreisbrandinspektor. So, der kann sich mal mit dem Einsatzleiter unterhalten. Der Kreisbrandinspektor. Was ist das für ein Auto? Suzuki. Oh, die Rücken voll besetzt aus. Das ist wunderbar. Das ist doch wunderbar, dass die voll besetzt auswirken. Kann ich nämlich hier jetzt dem Typen sagen, er soll einen Verteiler setzen? Fahrzeug L. Die beiden sollen aussteigen. Hallo, aussteigen. Blitzeinschlag. Prüfen Sie, ob Personen verletzt wurden oder Brände ausgebrochen sind. Und kümmern Sie sich darum. Sag nicht am Sägewerk. Scheiße. Ach du Scheiße. So, ihr beide macht das Feuer hier mal aus. Einsatz für die FF Schwab. Stellen Sie Einsatzbereitschaft her. Ich wiederhole, Geleitschwindelteil mit Einsatz für die FF Schwab. Stellen Sie Einsatzbereitschaft her. Abschleppwagen, das kann doch gar nicht wahr sein. Hallo, Abschleppwagen. Fahrzeug steht zur Verfügung. Wo sind denn die? Scheiß Abschleppautos. Spawnen die nicht oder was? So, jetzt sagt er, das sind 6. Das kann doch gar nicht sein. Oh Mann, ey. So, hier wird das Feuer bekämpft. Hier brennt es im Sägewerk. Schwab rückt aus. Fahrzeug 16 hört. So, die beiden Brandeinsätze sind jetzt die letzten, die ich mache. Alle Einsätze werde ich jetzt nicht nochmal anfangen. Also alle anderen Einsätze. Verdammte Scheiße. So, du guckst dir einmal die Lage an. Auf dem Weg. Bin unterwegs. Schon unterwegs. Du gehst hin, setzt einen Verteiler. Ja,
das eine Feuer ist aus. Fehlt noch das zweite. Ja, wird gemacht. Das Gartenhäuschen ist aus und fast ausgebrannt, so wie es aussieht. Ah, das andere Feuer ist auch aus. Gut, dann werde ich das Video jetzt beenden. Hat ein bisschen Überlänge, ich weiß. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann ist das so. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt ihr auf Abonnieren und auf die Glocke und auf Wiedersehen.